Ja. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Mhm. Also. Konnte ich mit Delfinen sprechen? Das wohl eher nicht. Kopfkratz. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Mhm. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Tja. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Mega Flashback. Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Bitte nicht. Ich will hier raus. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Nein. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Oh Gott. Wir kommen hier noch lange nicht raus. Wir kommen hier heute nicht mal raus. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Warum bin ich aber nicht jung? Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind hier lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Marcel. Doch nicht wie Dr. Marcel? Der Sohn vom Doktor. Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Okidoki. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf den gleichen unteren Bildschirmrand ablegen. Okay. Öl. Ja, der Poki hat wieder was zu sagen. Ja, lass mal den mal reden. In diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als er die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war, was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ach, Pucki, ist doch nicht hässlich. Nein. Erzähl nicht. Tja. Also, hier ist der Harvey. Achso, ich spiel Harvey. Ah, sehr schön. Treppe auf. Schlüsselloch. Durchgucken. Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Schade.
Tja. Gehe zu raus. Schön wär's. Achso. Hier raus. Ablegen. Karton, den können wir auch ablegen. Können wir ein paar Sachen sammeln. Farbtöpfe. Ach, das erinnert mich doch an ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe. Da können wir auch reinlegen. Ja. Fenster. Nein. Na dann. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Na, das wäre doch ganz gescheit. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Lass uns den Mond anzünden. Ja. Ups, Spoiler. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Mit Öl. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Glaube ich kaum. Aber das Öl ist leer. Schade. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Oh. Ach, Harvey. Hey, Edna. Kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Mit der Hake. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Na, hier, Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Das hatten wir schon. Wenn du mich anlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ja. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Ofen. Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Ich bin aber immer albern. Seit wann? Stimmt. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Ah, jetzt können wir Edna spielen. Sehr gut. Ich habe gerne Harvey gespielt, aber ja. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Huh. Wow. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Oh, traurig. Da steckt nichts drin. Auch traurig. Keine Chance. Da bräuchte ich schon den Schlüssel. Den besorgen wir dir. Marmeladen. Die müsste Harvey nochmal machen. Hake nehmen. Jetzt kommen mit der Hake doch. Super. Jetzt kann auch bestimmt Harvey erstmal die Marmeladen nehmen und mit Edna über Marmelade reden. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Hatten wir schon. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Also benutzen Fenster. Ich komme nicht an. Tja. Vielleicht kommt Harvey an. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Und hups. Oh, wir sind draußen. Sehr gut. Harvey.
der ist schon supi. Harvey finde ich gut. Ah, da kommt er zurück. Was hast du denn da gesehen? Oh, das ist ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Tja. Mattis, der Dad. Das Eis können wir nicht mitnehmen. Zeitung. HLI entwickelte neue Reime. Im Nano-Silben-Labor des Hermann Lünis Institut für angewandte Sprachwissenschaften gelang es, den Forschern aus dem Fachbereich Chaos-Phonetik drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird es sich also auch die Endsilbe Eng auf Itte reimen. Usse auf Engel, auf Igel und Isse auf Ogen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen. Und komplexe Sachverhalte wie der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch den das Segel oder es dachte sich das Wiesel ab morgen gehe ich joggen in Reihenform auszudrücken. Na, sehr schön. Mysteriös, Linkshänder mit Rechtshänder, Schere erstochen. Ja, der Bussi Bär Observer, der kommt aus meinem ersten Versuch eines Online-Blogs, wo ich halt versucht habe, in regelmäßigen Abständen halt so kleine Kopfkranz. Artikel zu Ereignissen, die niemals geschehen sind, zu verfassen. Auch das Hermann-Löns-Institut. Und ja, mehrere andere Sachen, die hier am Rande auftauchen und eigentlich sonst gar keine weitere Relevanz haben, stammen aus diesem Blog. Und ich habe da so eine kleine Society aus Pseudowissenschaften aufgebaut. Und vielleicht mache ich irgendwann nochmal das Hermann-Löns-Institut-Spiel. Ich mag die Leute. Wahrscheinlich wird daraus wohl nichts. Ich glaube, niemand interessiert sich wirklich für Sprachwissenschaftler. Auch wenn sie endlich Isel auf Ocken reimen können. Oder? Ja. Ist das schon Hollywood? Da ruft jemand an, den es interessiert. Aha. Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mattis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können, dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Oh, jetzt habe ich das Gespräch verlassen. Nein. Jetzt habe ich es abgebrochen. Naja, war wahrscheinlich schon fertig. Gehen wir mal zurück. Hops, wieder rein. Jetzt können wir Edna mal mit ihrem Vater konfrontieren. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los! Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul! Also, du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Ach, das hatten wir schon. Schieß los! Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut. Okay, Escape können wir nicht machen. Alfred Schade. Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Beide haben es sich... Das kann ich... Nein, da ist doch was...
Achso, können wir es überspringen. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Sehr schade.